bekannt. Über den mal hier. Zog Ghoul, der Schlechte, ja. Nee, Zog, der Ghoul Schlechte sozusagen. Person verwundet werden kann durch Kampf zerstört verwundet werden. Immun gegen Fernkampf, heftiger Angriff. Kann nicht gekontert werden. Gegenreaktion. Keine Konten. Deine Konter haben keine Wirkung. Ja. Führt Schläge aus dem Sprung heraus aus. Okay. Inspirierend Präsenz. Ohne Nähe werden das ermutigt, gleichzeitig anzugreifen. Keine Chance. Der pennt ja sogar. Ja, Theorie zumindest. Der wirft jetzt statt auf mich? Nee, wirft er nicht. Militär deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Fuck, jetzt hier die Probe finden. Ich sage, wir machen noch das da und dann reicht es erstmal für heute. Verleihen euch in der Schlacht Stärke. Ich liebe dieses schöne Gefühl, alles, was schwach und elend ist, zu zerquetschen. Bitte, du musst verstehen. Oh, wir waren schon so hungrig. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns. Jojo, bei Gelegenheit. Dies ist ein Ende. Wer alle wissen, dass sie die Ochsen nicht mehr belästigen müssen, wenn die blau leuchten. Ich habe gesehen, wie der Tag Hork einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Axt verlor. Ich habe sie wiedergebracht, indem ich sie in seinem Rücken schlug. Festung Murnen habe ich jetzt einen Eintrag bekommen. Moment mal. Die weißen habe ich rot und grün brauche ich noch. Ah, das ist grün. Ich kann. Geil. Ich habe hier beherrschte Informationsquellen. Doch nur unser Hauptmann so wäre wie Skun. Der weiß, wie man die Uruks anführt. Oh ja. Als ich ihn ansah, hatte ich das Gefühl, wir könnten jeden Feind besiegen. Bereit zu sterben? Komm mal her. Beherrschen? Hab ich das schon, aber ich brauche Info. Sehr gut. Uguk Schreckenblick. Gerade noch einer. Der ist da oben. Ist einfach zu verlockend. Komm her. Informationen sammeln. So. Uschbacker Ghoulfreund. Wir haben alle nur noch zwei Schwächen. Natürlich nicht mehr so schön. Die wenigstens haben wir eine Panikschwäche, würde ich sagen, dann. Plötzlich ohne Probleme tötbar sind. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört.
Untags haben Angst vor der Dunkelheit. Wie sie schlottern würden, wenn sie wüssten, was in Baradur vor sich geht. Sie würden vor Angst sterben. Nur noch grün brauche ich. Und zack. Mein mir unbekanntes Haus der Elben. Ist dies nun mein Erbe? So. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ich überlege gerade, was wir jetzt das nächste Mal machen. Was? Theorie, das sind ja direkt zwei nebeneinander. Das ist ja auch super. Eine Klinge in der Dunkelheit. Können wir mal hier die Sache einsammeln, würde ich sagen. Dann fangen wir mal damit an. Was wollen wir eigentlich jetzt sammeln? Noch den grünen Pilz sozusagen. Ah, das ist doch. Abgeschlossen. Nummer 8. Was jetzt? Neue Herausforderung. 7-mal blau. Ja, fett. Wenn, muss ich nur noch heimsuchen. Diese Stelle ist einzigartig unter dem schier endlosen Aufkommen von Vulkangestein in den Bergen Modus. Weiter. Du musst deine Axt wetzen, bis du eins deiner Barthaare in zwei teilen kannst. Oh, sie ist scharf genug, um einen Grauk zu töten. Jetzt reicht mir die Pfeife. Bei der Jagd geht es nicht um scharf genug, kleiner Bruder. Du musst lernen, die Jagd zu respektieren. Eine scharfe Klinge für ein makelloses Töten. Ohne Respekt vor dem Biest sind wir nicht besser als die Orks. Testen wir sie jetzt einmal. Bei Durin, warne einen Zwerg rechtzeitig, wenn du ihn am Bart reißt. Sieh dir das an, Torwin. Das Haar ist zweigeteilt. Es gibt doch noch Hoffnung für dich. Okay. Sehr gut. Dieser Zwerg hat keine Angst. Blauer. Ich weiß nicht, ob er tapfer ist oder bloß ein Tor. Oder beides. Er fürchtet den Tod nicht. Doch in Mordor gibt es viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Treffe ich den Zwerg wohl noch? So. Da habe ich als nächstes hin. Bisschen hier erkunden sozusagen. Ich habe als Jagdherausforderung immer noch töte einen Grauk. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll schon. Du musst das Fische hören, bis sie endlich platzen. Kamera? Kamera? Ich will den Kerlen vertrauen, an deren Seite ich kämpfe. Wenn ein Uruk einem anderen Uruk nicht trauen kann, sollte er ihn töten. Was ist denn? Bin ich ein bisschen blöd? Ist er unten? Ja, natürlich ist es unten. Na, nicht hier, Gelaia Mordor. Ich bin schon weit. Ja, sehr schön. Einzelstehende. Wuppapapapa. Ich bin so bereit für die Schlacht, wie ich es je sein werde.
Das wollte ich eigentlich ausfragen. Informationen sammeln wollte ich von dir. Dankeschön. Geh doch. Oh, den habe ich von mir eingesetzt. Von dem kenne ich schon. Chaka Gewitterwolke. Gerät in Panik, wenn er brennt. Kann durch einen Fernkampf und Schattenkampf verwundet werden. Immun gegen Kampfangriffe, Todesstöße. Immun gegen Schleichen. Monster schlechter. Okay. Insbesondere Präsenz, Gegnerreaktion. Deine Konter haben keine Wirkung. Trotz der was? Höhlengnomen. Kampftodesstöße fortgetötet werden, das ist doch schön. Schneller Angriff. Oh. Aha. Aber ja, ist mir nicht so schlimm. Finde ich zumindest. So, dann erstmal noch das. Das ist da oben. Ups, noch weiter hoch. Eine große Kraft zerbrach diesen Stab eines Zauberers in mehrere Teile. Schon komisch, nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die zwei Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren oder andere einen Toten aus seinem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet. Das ist sicher. Bin ich mal gespannt, wie ich ihn noch so treffe. Diese Zauberer, die Istari. Was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Steht gar nicht ganz auf dem Boden. Das ist immer interessant. Ist auch keinem aufgefallen, weil er eine Qualitätskontrolle hat. Dass man nicht ganz auf dem Boden steht. Seine Pfeilwinde bemühten sich vergeblich, in Terror im Zaum zu halten. Er zerstörte sowohl ihre Bemühungen als auch ihre Hoffnungen. Weil sie nicht entdecken und töte Uruk-Krieger. Töte Uruk-Fackelträger in der Nähe jedes Ghoul-Nestes. Locke Uruks an und lenke sie ab, um sie zu töten. Heute ist es soweit, ich weiß es genau. Heute werde ich ihn töten.
wissen, wie man's macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Ist immer ein interessanter Auftrag. Das ist nicht so dieses übliche Töte, also nicht ganz Töte X. Ein Grauk ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghule. Hier für ein Ghoul. Achso, das ist ein Ghoul-Nester da in der Mitte. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Ich mache mir keine Sorgen, dass der Grabwandler euch dazu bringt, euch gegen mich zu wenden. Ich könnte es mit geschlossenen Augen und einem Arm hinter meinem Rücken mit euch aufnehmen. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Habe ich da gerade etwas gehört? Oh shit. Vielleicht war's entdeckt worden. Fuck. Wie viele sind denn hier? Da ist der nächste, da ist noch einer. Warte, ich rieche etwas. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Zurück an die Arbeit. Oh, wer ist das denn? Blog. Fassausschaber. Aber nur der Wind. Fackelträger decken sich gegenseitig ein bisschen, oder? Sieht das nur für mich so aus. Hör mich hier hinter. Ich hab keine Angst vor Karagor. Der nächste, den ich sehe. Nein, 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 fuck. Ich wollte nicht terrorisieren, ich wollte ihn anlocken. Oh. Fuck. Ich bin direkt hinter dir. Das war nicht meine Absicht. Wenn ich schon mal hier bin. Ach, shit. Da war es schon rot geworden. Oh. Und weg. Ups, ups. Da hinten noch so ein blaues. Ich warte schon ewig auf neue Waffen. Achso. Michiandio, Michio. Und Nummer 2. Wird der Ausbilder war dein Befehl. Aha, okay. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Ich bin bereit. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Ich werde ihn noch in der Luft mit meinen Bolzen durchlöchern. Küchenmesser. Dieses Stilmesser ist stark abgenutzt. Ursprünglich war es der wichtigste, um in den Aufgaben vorbehalten, rituelle Mahlzeiten zuzubereiten. Hier, nimm das. Ich möchte, dass ständig jemand bei Königin Marvin ist. Ich fürchte, dass sie sich etwas antun könnte. Geh jetzt. Mutter, was geschieht mit dir?
Ist diese Gabe den Preis wert, den du bezahlst? Das Ende der Dunkelheit ist jeden Preis wert. Das ist der Geist Nurnens, Litharie. Nurnen braucht dich, Mutter. Diese Visionen bringen uns nichts, was dein Tod wert wäre. Doch, das tun sie, mein Kind. Ich hatte eine Vision Celebrimbors, des Ringerschaffers persönlich. Nur durch ihn allein kann Nurnen gerettet werden. Wir haben sie schon halb gerettet, indem wir sie sozusagen gerettet haben mit. Das Land ist prächtig und grün, doch eine Schwäche hängt ihm an. Diese Gewässer sind bitter und die Kreaturen darin sind unrein. Aber sie werden Saurons Kriegsmaschinerie versorgen. Aller Uruk, ich fürchte mich nicht einmal vor zwei Krauks. Wo kommt das denn jetzt her? Nämlich. Nakra, der Knochensammler. Gerät in Panik bei Anblick von Karagor. Gerät in Panik, wenn er brennt. Schleicht da jemand umher? So, so muss ich jetzt nochmal? Ja, wahrscheinlich nochmal. Blockfass aus Schaber. Das ist so ein Quatsch, dass das einfach dann sozusagen zurücksetzt auf einen sinnvollen Wert. Wenn ich hier nämlich so durchrenne, muss ich halt auch entsprechend schwere Sachen bekommen. Also weil ich das hier starte, ist es halt Wurst. Schauen wir uns auch diesmal da drüben an. Ich dachte, bis zur nächsten Jagd wären noch ein paar Tage Zeit. Nein! Schon wieder falsch. Weg, 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 weg. Hui da da da, hui da da da. Wenn das rot wird, ist es plötzlich eine Doppelbelegung der Tasten, ey. Voll gemein. Es heißt, der Waldläufer sei verflucht. Wenn es wirklich Geistermagie ist, sollten wir uns besser wappnen. So, Schleichtötung. Damit ich mal meinen Zusatz hochkrieg. Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen. Da war doch ein Geräusch. Und zack. Zack. What? Du wurdest entdeckt? Von wem denn? Oh. Die haben mich irgendwie alle gesehen. Shit. Ja, Fackelträger bemerken es aber deutlich eher, wenn man die tötet. Das ist natürlich ungünstig. Ich wusste nicht, dass die bei Fackelträgern so aufmerksam sind. Jetzt springt, lauf doch. Jungs, ich will da. Wieso kann ich an die Wand nicht hochlaufen, ey? Ist es nicht so, dass die so viel glatter aussieht? Ba, ba, ba. Ah, ich kann dagegen springen, sehr gut. Mich stößt du komischerweise nicht.
zack, zack. Werden sich viele sagen, das ist ein ziemlicher Klau von Assassin's Creed, das Spiel, aber ich muss mal sagen, ich habe die letzten Assassin's Creed nicht gespielt. Von daher kann es natürlich sein, dass ich deswegen das Spiel deutlich interessanter finde. Ich habe mein letztes Assassin's Creed, glaube ich, Assassin's Creed 2. Und danach habe ich sie nicht mehr so gesehen. Zählt das eigentlich auch? Unter Ablenken? Hops, 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 hops. Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung Marm. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht... Ja! 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 Ich jetzt gerne nur weiß. Was? Jetzt habe ich Schleichbrandmarken genommen. Ah, ich wollte mich runterfallen lassen. Naja, wenigstens ist meine Brandmarken quasi ein Ablenkmanöver inbegriffen. Habt ihr das gehört? Zack. So, was hab ich da irgendeinen Endboss gehabt? Blog. Ah, wieder fast so Schabber. Wurde immer noch besser gesagt. Zack. Ich will hier hoch. Ich will hier wirklich hoch. Ehrlich. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Die brauchen nur einen spitzen Speer und ein bisschen Kraft im Arm. Folge meinem Willen. Wenn ich das jetzt mache. Das zählt nicht als Uro-Fackelträger, war doch markiert. Mich veralbern? Schleicht da jemand umher? Jemand hat ihn getötet! Es rennt aber echt viel rum, meine Fresse. Er sieht alles, aber denkt ihr, er kann auch alles hören? Ich weiß nicht, warum du fragst. Und ich würde es auch nicht wissen. Für dein Gejammer egal. Nicht mein Kopf. Egal, was es war, es ist weg. Sollte sich warte, ich rieche etwas.